So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich möchte heute das Unmögliche schaffen, ein Dynamax Legios Solo zu raiden. Ich habe Partikel gesammelt. Ich habe vorhin schon mal probiert. Ich habe es ganz knapp nicht geschafft. Jetzt habe ich aber noch mal was verändert und bin mir ziemlich sicher, dass ich es diesmal schaffen werde. Wir sind nämlich jetzt gerade in der Stadt, also hier beim Bahnhof. Das ist Pupsi und Jonas. Hier ist der englische Garten, den kennt ihr ja. Da hinten ist der Hundesalon Hess. Nee, Heigo Hess. Heigo Hess Hundesalon. Triple H. Heigo, ach, das verstehen nur die Wrestling-Fans. Wir gehen aber jetzt davor, die Allee entlang. Da vorne ist nämlich nochmal ein Legios und da gebe ich jetzt alles. Dynamax, Legios, Solo. Ich habe schon oft gesagt, auf was kommt es an, welche Attacken braucht ihr? Gebe ich gleich nochmal Tipps und guck mal, ob ich das überhaupt schaffe. Es ist wahrscheinlich auch kein Level 50 nötig bei den Pokémon, wenn das jetzt so läuft, wie ich es mir denke. Auf geht's. Wir haben ein Legios gefunden an der Bethel-Kapelle. Das seht ihr jetzt hinter mir. Das ist die Kapelle. So sieht das aus. Da hinten wird gerade Laub geblasen oder irgendwas anderes gemacht. Hier steht was von Jesus. Das war mal ein Wrestler in der WWE. Sieht auch aus wie so eine Skate-Location. Und ich werde mich jetzt im Schneidersitz hier hinter diese Pflanze setzen. So auf den Boden. Euch stelle ich dann hier drauf. Und dann seht ihr mich hier irgendwie so. Und dann versuchen wir das Legios. So, wir haben jetzt noch die Ärmel hintergekrempelt, dass man sieht, dass ich es ernst meine. Bei Kesto war es ja immer so, der hat die Mütze aufgehabt und wenn es ernst geht, hat er immer die Mütze rumgedreht. Aber die habe ich ja immer hinten. Da zählt das nicht. Ist halt doof, dass hier so viel befahrene Straße ist. Da ist es halt ziemlich laut. So, ich hoffe, ich werde jetzt auch nicht vertrieben. Ich will doch einfach nur kurz den einen Kampf machen. Brauche dazu natürlich 400 Dynamax Partikel. Ich habe jetzt, ich gehe mal hier rein, ich gebe mal Dynamax ein. Dann seht ihr jetzt meine Besten. Was wichtig ist, die Attacke, die das Dynamax-Pokémon nutzt im Kampf, richtet sich immer nach der Sofortattacke. Das heißt, ich habe diesem Metagross eine Psycho-Attacke gegeben, weil Psycho ist gut gegen Kampf. Er braucht also eine Psycho-Sofortattacke. Dann kann das natürlich auch die Döner-Attacke, die Dynamax-Attacke ist dann auch Psycho. Bei Glurak brauchst du Flug. Das heißt, ich habe dem eine Flug-Sofort-Attacke gegeben. Das hat leider keine Flug-Ladeattacke. Da konnte ich jetzt zwischen Drachenklaue und ein paar Feuerattacken hin und her wählen. Ich habe zwei Glurak jetzt auf Level 40 gepusht. Das eine hat Level 1 Dönerdüse. Das andere hat Level 3 Dönerdüse. Das ist schon krass genug. Das hier hat Döner-Chinese. Auch Stufe 3 Maximum, obwohl ich gesehen habe, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Wir nehmen jetzt für vorne erstmal das kleine Glurak, in die Mitte das und dann das. Und dann gehen wir rein, drücken bereit. Ich habe XL-Bonbons ausgegeben, okay, um die Attacken von Metagross und Glurak bei jeweils einem Exemplar von Stufe 1 auf 3 zu machen. Das waren aber nicht viele. Ich habe ein paar Tage gar keine Dynamax-Raids mehr gemacht, einfach damit ich die Attacken verstärken kann. Hat aber trotzdem nicht gereicht. Ich hatte ein ungepushtes Glurak, es hat aber nicht gereicht als drittes Pokémon. Jetzt habe ich ein gepushtes Glurak hier drin und probiere das jetzt einfach damit. Das heißt, das Glurak hat Level 1, das ist aber trotzdem jetzt, also die Attacke hat Level 1, das Glurak an sich ist aber Level 40. Ich versuche natürlich immer auszuweichen in die Partikel rein, damit sich oben das schneller füllt. So wie jetzt, zack, das geht bei Glurak ganz gut. Es macht auch den Eindruck, dass Glurak nicht so viel Schaden nimmt, wie wenn ich jetzt das Metagross drin habe. Metagross kriegt eins nach dem anderen ab und ist dann schon fast tot. Das Glurak hat viel mehr Schaden ausgehalten. Ich möchte aber, wenn ich die Attacken mache, mit Metagross draufhauen. Das heißt, wir haben hier das schwächste Pokémon gerade. Level 40 und mit Stufe 1 deiner Attacke. Wir machen das jetzt hier, um das Dönermeter voll zu bekommen. Müssen jetzt aufpassen, dass der nicht stirbt. Und wechseln jetzt schon mal aufs Metagross. So, mit Metagross gehen wir gleich in die Mitte. Füllen das Dönermeter voll. Wir sind Level 40. Wir müssten jetzt eigentlich groß werden und haben jetzt eine Dynamax-Attacke Stufe 3.
die wir dreimal auf den Boss zünden können. Und ich dachte, das zieht wirklich mehr ab, aber ich finde, der Unterschied zwischen Stufe 1 und Stufe 3 Attacke ist gar nicht so groß. Sonst war das so ein kleines Fötzchen. Jetzt ist das Fötzchen ein bisschen länger, aber irgendwie ist es trotzdem noch relativ wenig, oder? Oder ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es früher war, deswegen hauen wir jetzt hier weiter drauf. Lustig, fröhlich, tralala. Ich weiß auch nicht, wann ich wieder wechseln kann. Dann würde ich nämlich das Metagross verschonen, würde wieder auf unser Glurak gehen und würde den Rest jetzt mit diesem Glurak erstmal machen, weil das Glurak ja mehr aushält. Das wird sozusagen jetzt geopfert, um einfach nur Sachen einzusammeln. So, das hat jetzt nicht so viel funktioniert, wie ich das wollte. Hätte ich einfach nicht gewechselt und hätte einfach das hier geopfert, dann wäre es auch gut gewesen. Egal, wir haben ja noch ein bisschen Energie. Er ist auch jetzt bei der Hälfte. Wir sammeln das hier auf. Ich finde, mit Glurak kann man halt wirklich die Energie besser sammeln. Wenn ich nochmal eins jetzt draufkriege, würde ich aber wahrscheinlich wechseln. So, jetzt würde ich wechseln auf das andere Glurak, weil das Glurak eben besser in der Verteidigung wirkt gerade. Das Glurak kann jetzt hier das voll machen. Wir könnten eigentlich mit Glurak auch unsere Attacke mal draufzünden, dass ihr das auch mal in Aktion seht. Und dann mit dem Rest Glurak versuchen wieder zu füllen. Hol dir doch das Teil. Jetzt. Jetzt ist es voll. Wir haben aber noch grünen Bereich. Das sieht gut aus. Es ist halt wirklich extrem. Ich muss mich immer mega konzentrieren. Wenn es da so laut ist um einen herum, da drehe ich immer total durch. Werde ich immer voll hysterisch und schreie dann rum, was übelst nervig sein kann, auch für Außenstehende. Aber wir wollen ja hier was, wir wollen ja hier was schaffen. Ja? Das ist jetzt ein Level 40er Glurak. Das hat jetzt die Attacke, die Döner-Attacke auf Stufe 3. Ich hätte ein zweites Metagross ja auf Level 40 ziehen können, aber weil Glurak gefühlt mehr ausgehalten hat, habe ich mich dazu entschieden, eben Glurak auf 40 zu ziehen, zweimal. Dafür hat er jetzt aber hier auch nur eine Drachenklaue. Die ist nicht sehr effektiv. Das Glurak dient jetzt eigentlich auch nur dazu, dass ich wieder hier Energie sammeln kann, um vielleicht noch einmal mit Metagross zu maximieren und dann draufzuhauen. Also ich bin guter Dinge. Ihr seht, wir sind bei einem Drittel vom Dynameter. Wir sind gleich bei der Hälfte. Er hat einen roten Bereich, ist nicht mehr viel übrig. Wir können noch zwei Attacken oder so, glaube ich, einstecken. Das war die erste. Wir sind oben bei der Hälfte. Es bleibt spannend. Können wir nochmal den Dönermeter füllen. Hier rüber einsammeln. Wir sind gleich bei 3/4. Eben haben wir es noch in 3 Teile geteilt. Jetzt teilen wir es in 4 Teile. Jetzt steht weiter so da. Jetzt noch einmal maximieren. Einmal durchhalten, einmal maximieren. Dann hätten wir es geschafft. Er greift irgendwie an. Ich will hier rüber. Ich krieg's voll ab. Jetzt bitte maximieren. Er ist eh gleich tot. Bitte keine Attacke mehr auf mich drauf. Bitte, bitte komm. Du hast Psycho-Attacken und ist es tot? Es ist tot. Wir mussten zweimal maximieren. Stufe 3 Attacken durchgezogen. Ich wäre fast gestorben eben, aber wir mussten kein Pokémon auf Level 50 pushen. Das ist nicht nötig. Ich habe bisher die Sachen ja bei Tarnel auch so probiert, dass ich ein Pokémon zwar dann entwickelt habe, aber dass ich nichts ausgeben möchte weiter. Ich möchte keinen Staub ausgeben, ich möchte keine Level erhöhen, ich habe die Attacken nicht erhöht. Das ging sich noch aus. Ich konnte bei Tarnel 3 Gluraks einfach entwickeln. Die haben den normalen Level gehabt, den du nach Empfang hast. Das ging sich aus. Hier ging sich's nicht aus. Hier habe ich drei Pokémon auf Level 40 gezogen. Hier habe ich die Attacken verstärkt. Und ich habe es geschafft. Ich hätte noch eine Attacke verstärken können, dann wäre es vielleicht noch einfacher. Ich hätte die auf 50 machen können, dann wäre es vielleicht einfacher. Nochmal, aber wir haben es so geschafft, obwohl es noch einfacher geht, obwohl es noch besser geht. Jetzt gibt es 2 XL Legios Bonbons. Das sieht doch auch eigentlich ganz gut aus, oder? Wir fangen es. Jetzt hätte es ein Shiny sein müssen, dann wäre das cool. 13.07. Nicht 13.37, 13.07. Das war Legios Solo mit einem Free-to-Play-Account. Also, wenn man das so nennen mag. Wir werfen jetzt mal einen Ball drauf, gucken, ob wir das noch fangen können. Ja, der war halt jetzt daneben. Das heißt, wir nehmen gleich eine goldene Beere. Wenn der rauskommt, werfen mit der goldenen Beere drauf. Ja, das heißt, ich brauche gar keine Shenaya mehr, ich brauche keine Dimensions mehr, ich brauche keinen Elinus mehr, ich mache die jetzt einfach immer alleine. Nein, zusammen macht es natürlich mehr Spaß, das war der einzigste, den ich jetzt alleine gemacht habe. Ich glaube, die restliche Energie heute werde ich trotzdem wieder in Starter reinprügeln und dann war's das, dann war's das. Hier, das ist auch 3 Sterne, das passt. Mal gucken, wann das Video online kommt. Ein Erfolg für mich, danke fürs Zusehen, habt ihr Legios auch
Solo geschafft. Was habt ihr für Pokémon genommen? Denkt dran, die Sofortattacke entscheidet, welche Döner-Attacke euer Pokémon hat, also der Typ davon. Hätte ich als Sofortattacke eine Giftattacke, dann macht es halt eine Gift-Döner-Rolle. Das wollen wir aber nicht. Deswegen nehmt Flug, nehmt Psycho, weil Legios ist Kampf. Und wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich schon wieder weg. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.